Es ist Ende Mai und die Rhabarber-Saison geht noch gut einen Monat. Wie ihr hier sehen könnt, entwickelt sich unsere Rhabarber ziemlich gut, sehr prächtig. Wir bekommen auch schon die ersten Blüten, steht auch schon hier seit mehreren Jahren an dem Standort. Aber ich möchte jetzt nicht so viel über die Pflanze reden, sondern vielmehr darum, dass ich ein Video zum Beispiel gesehen habe, wie man Rhabarber bzw. die Stiele daraus Stecklinge machen kann und eigene Pflanzen sich daraus bilden. Und ich möchte euch einfach in diesem Versuch mitnehmen. Also ich habe jetzt ein Messer genommen und die einjährigen frischen Rhabarberstiele unten abgeschnitten, mit einem schrägen Schnitt natürlich. Normalerweise dreht man die Stiele vom Rhabarber ab, das ist viel besser für ihn, aber im Video wurde auch gesagt, dass man halt für die Stecklingsvermehrung diese in dem Fall abschneiden soll. Dann das große Blattwerk gekürzt, damit die Stiele nicht ihre ganze Kraft in die Blätter stecken und auch die Gefahr minimiert wird, dass die Sonne die Blätter bzw. die Stiele austrocknen lässt. Und ganz zum Schluss habe ich dann die ganzen Rhabarberblätter in einen Kübel eingestellt mit Wasser, sie in einen hellen, aber nicht direkt in die Sonne stellen, einen Platz gestellt. Zwei Wochen ist es her, als ich die Stiele vom Rhabarber abgeschnitten habe und sie hier in einem Krug ins Wasser gestellt habe. Und ich muss sagen, dass diese Methode der Vermehrung von Rhabarber jetzt bei mir weniger funktioniert hat. Also die Stiele sind mehr oder weniger so eingegangen, bilden kaum Wurzeln. Auch sind die Blätter ein bisschen welk geworden. Also die Stiele standen bei mir an einem hellen Ort. Nicht direkt in der Sonne, wie ich gesagt habe, aber doch sehr hell. Und ich muss halt sagen, als ich das Video gesehen habe, wollte ich es einfach mal ausprobieren und es hat jetzt bei mir nicht funktioniert. Ich denke mal, dass die sicherste Variante ist, den Rhabarber zu vermehren, entweder durch die Samen sind oder die einfachste Methode einfach durch die Wurzelteilung, wie es halt ja, üblicherweise so der Brauch ist. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Ich habe jetzt von diesem Versuch einiges gelernt, viele Erfahrungen gesammelt. Das finde ich auch sehr wichtig, wenn man sich Videos anschaut oder etwas liest. Erstmal ausprobieren, selbst machen und dann sein eigenes Urteil davon fällen und nicht vorurteilig handeln und sagen, es geht ja sowieso nicht. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Natürlich würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, sowie einen Kommentar, den ihr gerne auch hinterlassen könnt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet und auch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich zum Beispiel solche Versuche für euch hochlade. In diesem Sinne wünsche ich euch noch wunderbare und schöne Tage im Garten. Es ist Sommer, es scheint die Sonne, es ist einfach herrlich im Garten. Also einfach raus und in den Garten und und die Natur einfach genießen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.